Bevor ich Ihnen, meine Damen und Herren, meine ganz bescheidenen Ausführungen anbieten darf, möchte ich einfach aus tiefstem Herzen euch mitteilen, wie froh ich bin, heute hier in Eisenstadt zu sein. Wir haben heute Vormittag einen historischen Tag für diese Diözese und für diesen besonderen Landstrich erlebt. Mir ist immer und immer wieder ein Wort des heiligen Papstes Johannes Paulus II. Eingefallen. Unsere Kirche hat zwei Lungenflügel. Sie braucht zwei Lungenflügel. Und sie kann nur letztlich gemeinsam das Zeugnis ablegen, das ihr geschenkt und anvertraut ist, eine Botschaft, die auch uns selber alle übersteigt. Der Einheit den Boden bereiten. Das war das Thema dieses besonderen Festtages. Eine echte Martinstat, die immer und immer wieder zu hören war. Und ich glaube, so ein Tag will uns alle in der Überzeugung bestärken. Wir sind belastet, oft durch eine schmerzliche Geschichte. Wir sind belastet von Vorurteilen. Wir sind auch belastet in der Ökumene von heutigen Herausforderungen. Aber lassen wir uns nicht die Überzeugung nehmen. Das, was uns eint, ist größer als das, was uns trennt. Und das ist Geschenk. Und das durften wir heute erleben. Einen herzlichen Glückwunsch für das, was sich heute hier ereignet hat, an die gesamte Diözese. Und als Südtiroler hat es mich besonders gefreut, am Beginn jetzt dieses Festaktes Mehrsprachigkeit zu erleben. Da fühle ich mich einfach zu Hause. Das ist auch unsere Stallluft. Vergessen wir es nie, bei allen Herausforderungen, die auch damit gegeben sind. Das ist nicht nur Problem und Herausforderung, sondern Geschenk. Und wenn wir dieses Geschenk annehmen, dann beginnen wir anders damit umzugehen und anders damit zu leben. Eminenz, hochwürdigster Herr Kardinal, hochwürdigster Herr Nuntius, lieber Bischof Egidius, lieber Bischof Paul, lieber Landsmann und Hochmeister des Deutschen Ordens, verehrte liebe Mitbrüder, verehrte Vertreterinnen und Vertreter des öffentlichen Lebens, verehrte Festversammlung. In meiner Diözese Bozen-Brixen gibt es zurzeit eine Synode. Begonnen haben wir sie am 30. November 2013, dem Fest des heiligen Apostels Andreas. Dauern soll sie bis zum Hochfest Marienempfängnis des kommenden Jahres. In diesen Tagen haben wir Halbzeit. Dieser gemeinsame Weg, und genau das heißt Synode, steht unter dem Leitwort auf dein Wort hin, mit Freude und Hoffnung. Wenige Tage vor dem Beginn unserer Synode, am 24. November 2013, zum Abschluss des Jahres des Glaubens, das Papst Benedikt XVI. Gewollt und eröffnet hat, erschien das apostolische Schreiben Evangelii Gaudium von Papst Franziskus. Natürlich ist der Umstand,
dass dieses päpstliche Schreiben und der Beginn unserer Diözesansynode zeitlich zusammenfallen, ein Zufall. Für mich aber ist es im wahrsten Sinn des Wortes etwas, das uns zugefallen, was uns geschenkt worden ist. Evangelii Gaudium ist für mich persönlich zu einem Schlüssel, aber auch zu einem Stachel für unsere Synode geworden. Heute Nachmittag, zum Festtag eures Diözesan- und Landespatrons, möchte ich jetzt nichts anderes tun, als mit euch diesen Schlüssel und diesen Stachel zu teilen. Mit dem Wunsch, dass es uns in Südtirol und euch hier im Burgenland geschenkt sein möge, die Anregungen, die vielen Anregungen von Evangelii Gaudium in unsere Realität hinein zu sagen und hinein zu übersetzen. Mir geht es um einen bestimmten Stil der Evangelisierung und ich lade ein, diesen in allem, was getan wird, zu übernehmen. So schreibt Papst Franziskus. Und weiter, ich rufe alle auf, großherzig und mutig die Anregungen dieses Dokumentes aufzugreifen, ohne Beschränkungen und auch ohne Ängste, damit wir von einer rein bewahrenden Pastoral zu einer missionarischen Pastoral übergehen, deren Hirten und Evangelisierende den Geruch der Schafe haben. Mit solch einladenden, aber auch sehr deutlichen, kräftigen, herausfordernden und eindringlichen Worten ruft uns Papst Franziskus aus dem Schlaf der Sicherheit auf, aber auch aus der um sich greifenden Traurigkeit über all das, was nicht mehr so geht wie früher. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass in Südtirol und damit in unserer Diözese vieles nicht mehr so geht wie früher. Und vieles nicht mehr so geht, wie wir es gerne haben möchten. Wir brauchen, das ist meine Überzeugung, die ich heute mit Ihnen teilen möchte. Wir brauchen aus der Freude des Evangeliums heraus eine neue Freude an der Person Jesu. Initiative ergreifen, sich einbringen, begleiten, Frucht bringen und feiern. So schreibt Papst Franziskus in Evangelii Gaudium, sind die wesentlichen Schritte einer Kirche, die immer wieder zum Aufbruch bereit ist, die bereit ist, ihre Erstarrungen aufzubrechen und voranzugehen, sich nicht um sich selbst zu drehen, sondern aus sich herauszugehen, bis an die Grenzen, an die Menschen geraten können. Die evangelisierende Gemeinde nimmt sich des Weizens an und verliert aufgrund des Unkrauts nicht ihren Frieden. Wenn der Seemann inmitten des Weizens das Unkraut aufkeimen sieht, reagiert er nicht mit Gejammer und Panik. Er findet den Weg, dafür zu sorgen, dass das Wort Gottes in einer konkreten Situation Gestalt annimmt und Früchte neuen Lebens trägt, auch wenn diese scheinbar unvollkommen und unvollendet sind. In diesem Satz ist für mich persönlich die Pastoral von Papst Franziskus verdichtet. Er sucht nicht zuerst nach den Defiziten und den Schwächen der Menschen, er sucht zuerst und vor allem die Stärken der Menschen.
Das ist ein Perspektivenwechsel. Das ist der Perspektivenwechsel, zu dem wir hier herausgefordert werden. Er entdeckt den Weizen. Er will vor allem den Blick schärfen für den Weizen und lässt sich von Unkraut und Begrenztheit, die es gibt, zur Genüge gibt. Er lässt sich davon aber nicht abbringen und nicht irre machen. Geduld und langer Atem sind wichtiger als treibende und beunruhigende Kurzatmigkeit. Deshalb bleibt für Franziskus die Pfarrei auch in unserer heutigen großen Umbruchssituation ein Ort der Weite und des Entgegenkommens allen Menschen gegenüber, die dazugehören, auch wenn ihre Nähe zur Kirche und zum Gottesdienst sehr unterschiedlich geworden ist. Der Papst schreibt, die Pfarrei ist keine hinfällige Struktur. Gerade weil sie eine große Formbarkeit besitzt, kann sie ganz verschiedene Formen annehmen, die die innere Beweglichkeit und die missionarische Kreativität des Pfarrers und der Gemeinde herausfordern. Obwohl sie sicherlich nicht die einzige evangelisierende Einrichtung ist, wird sie, wenn sie fähig ist, sich ständig zu erneuern und anzupassen, weiterhin die Kirche sein, die inmitten der Häuser ihrer Söhne und Töchter lebt. Das setzt voraus, dass sie wirklich in Kontakt mit den Familien und mit dem Leben des Volkes steht und nicht eine weitschweifige, von den Leuten getrennte Struktur oder eine Gruppe von Auserwählten wird, die sich am Ende nur mehr selbst betrachten. Dabei versteht der Papst die Pfarrei als Gemeinschaft von Gemeinschaften, wie ein großes Netzwerk mit verschiedenen Knotenpunkten, sodass in der Weite der vergrößerten Territorien die Nähe zu den Menschen und die Tiefe des Glaubens, Hoffen und Liebens nicht verloren gehen. Sie muss, so Franziskus wörtlich, in beständigem Aufbruch zu den Peripherien des eigenen Territoriums oder zu den neuen soziokulturellen Umfeldern bleiben. Und sie muss sich dafür einsetzen, immer dort gegenwärtig zu sein, wo das Licht und das Leben des Auferstandenen am meisten fehlen. Der Heilige, den wir heute feiern, einer der bekanntesten Heiligen der Westkirche, ist in diesem Sinn auch ein Heiliger der Peripherie. Einer, der sich über jemanden neigt, der nicht in der Mitte der Aufmerksamkeit steht. Zur Weite und Dynamik des Evangeliums gehört es, dass, und wieder wörtlich Franziskus, dass man ohne den Wert des vom Evangelium vorgezeichneten Ideals zu mindern, die möglichen Wachstumsstufen der Menschen, die Tag für Tag aufgebaut werden, mit Barmherzigkeit und Geduld begleiten. Jetzt ein beachtlicher Satz, wie ich finde. Ein Satz, den es zu übersetzen gilt. Ein kleiner Schritt inmitten großer menschlicher Grenzen kann Gott wohlgefälliger sein als das äußerlich korrekte Leben dessen, der seine Tage verbringt, ohne auf nennenswerte Schwierigkeiten zu stoßen. Solche Worte empfinde ich als eine echte Herausforderung. Nein, der Papst ist nicht bequem. Der Papst redet uns nicht nach dem Mund. Der Papst redet nicht nach dem,
was viele unserer Zeitgenossen hören möchten. Solche Worte empfinde ich als eine echte Herausforderung, durchaus als einen unbequemen, aber heilsamen Stachel, damit die Kirche das offene Haus des Vaters ist. Das Haus voll Menschen mit einem missionarischen Herzen. Und jetzt wieder, ich empfinde einen typischen Satz für Papst Franziskus: Das Haus von Menschen, das nicht auf das mögliche Gute verzichtet, obwohl es Gefahr läuft, sich mit dem Schlamm der Straße zu beschmutzen. Diese Überzeugungen sollen pastorale Konsequenzen haben, die wir mit Besonnenheit und Wahrnehmung in Betracht ziehen sollen, so der Papst. Die Kirche ist keine Zollstation mit Kontrolleuren. Sie ist das Vaterhaus, wo Platz ist für jeden mit seinem mühevollen Leben. Diese Überlegungen krönt Franziskus mit den folgenden Sätzen: Brechen wir auf, gehen wir hinaus, um allen das Leben Jesu Christi anzubieten. Ich will keine Kirche, die darum besorgt ist, der Mittelpunkt zu sein und schließlich in einer Anhäufung von fixen Ideen und Streitigkeiten verstrickt ist. Wenn uns etwas in heilige Sorge versetzen und unser Gewissen beunruhigen soll, dann ist es die Tatsache, dass so viele unserer Brüder und Schwestern ohne die Kraft, das Licht und den Trost der Freundschaft mit Jesus Christus leben, ohne eine Glaubensgemeinschaft, die sie aufnimmt, ohne einen Horizont von Sinn und Leben. Ich hoffe, dass mehr als die Furcht, einen Fehler zu machen, wer von uns würde beim besten Wissen und Gewissen nicht auch Fehler machen? Ich hoffe, dass mehr als die Furcht, einen Fehler zu machen, unser Beweggrund die Furcht sei, uns einzuschließen in die Strukturen, die uns einen falschen Schutz geben, in die Normen, die uns in unnachsichtige Richter verwandeln, in die Gewohnheiten, in denen wir uns ruhig fühlen, während draußen eine hungrige Menschenmenge wartet, und Jesus uns pausenlos wiederholt: Geht ihr ihnen zu essen. Ich gestehe es gern, solche Worte fordern mich sehr heraus, gerade auch in meinem Dienst als Bischof. Diese Worte entsprechen bei Papst Franziskus seinem evangelisierenden Lebensstil, der ihn echt und glaubt macht. Lassen Sie es mich mit einer ganz persönlichen Erfahrung sagen. Natürlich sehr persönlich und immer auch hinterfragbar. Das erste Mal bin ich Papst Franziskus begegnet, einen Monat nach seiner Wahl, weil es uns halt zufällig getroffen hat zum Ad Limina-Besuch. Die Bischöfe Italiens und damit auch die Bischöfe jener Region, zu denen ich dazugehöre. Der stärkste Eindruck, der mir geblieben ist, das ist ein Eindruck, der mir geblieben ist bis heute. Das ist ein innerlich freier Mensch. Und wenn man das sagen kann, ist es sehr viel. Ich würde mir wünschen, dass Menschen, die mir begegnen, so ein Vorurteil über mich sagen können. Persönlich bin ich zutiefst davon überzeugt, dass das Stil von Franziskus vorbereitet und ermöglicht wurde durch die unvergleichlich mutige und demütige Tat seines Vorgängers,
Benedikt XVI. Mit seinem Rücktritt vom Dienst des Papstes. So hat er eine Kirche und einen Petrusdienst gezeigt, die eher zurücktreten und weniger auftreten. Und gerade dadurch an spiritueller und moralischer Autorität gewinnen. Die Aussagen von Papst Franziskus in seinem apostolischen Schreiben sind von einer Fülle und Anregung, die ich hier nicht annähernd darzustellen vermag. Wer es noch nicht getan hat, kann sich ja einmal über dieses Dokument hermachen. Es lohnt sich. Mich spricht sehr an, wie klar der Papst die Zeichen der Zeit erkennt und benennt und wie deutlich er als überzeugter Jesuit zur Unterscheidung der Geister herausfordert. Wo ein klares Ja des Evangeliums zu Gott und seinem Ebenbild den Menschen gelegt wird, muss es auch ein klares Nein geben, etwa zu einer Wirtschaftsordnung des Ausschließens, die die Schere zwischen Armen und Reichen ständig vergrößert. Ein Nein zur Vergötzung des Geldes. Ein Nein zu Finanzmärkten, die regieren, statt zu dienen. Ein Nein zu sozialer Ungerechtigkeit, die Gewalt hervorbringt. Ein Nein zu kulturellen Entwicklungen der Gleichgültigkeit oder der Flucht aus der Wirklichkeit. Ein Nein zu Fundamentalismen, ein Nein zur Herrschaft der Administration und einer wahllosen und ausufernden Informationsgesellschaft. Weiter sagt das Evangelium entschieden Nein zu egoistischer Trägheit, zu einem alles durchdringenden Pessimismus und Ja zu neuen persönlichen Beziehungen zu Christus selbst. Wörtlich der Papst: Es geht darum zu lernen, Jesus im Gesicht der anderen, in ihrer Stimme, in ihren Bitten zu erkennen. Und auch zu lernen, in einer Umarmung mit dem gekreuzigten Jesus zu leiden, wenn wir ungerechte Aggressionen oder Undankbarkeiten hinnehmen, ohne jemals müde zu werden, die Brüderlichkeit zu wählen. Das sind Worte, die am Festtag des heiligen Martin, dem Heiligen des Teilens, einen ganz besonderen Klang haben. Scharf verurteilt der Papst eine egoistische und egozentrische Weltlichkeit, einen neuen Pharisäismus unter dem Deckmantel des Guten und der Religion. Er verurteilt den Krieg unter uns, unter den Christen am Arbeitsplatz, in den Gemeinden, zwischen Pfarreien, Gemeinschaften und Konfessionen. Was wir heute Vormittag erleben durften, das konnten noch sehr nahe Generationen so nicht erleben. Wir sind anders miteinander umgegangen. Wir haben anders übereinander gedacht und geredet. Und er tritt mit Entschiedenheit ein für das Miteinander aller Dienste im Volk Gottes. Nur im Miteinander aller Getauften, Gefirmten, Beauftragten, Gesendeten und Geweihten gelingt Kirche der Zukunft und der Evangelisierung. Wenn ich die Grundintention von Evangelii Gaudium richtig verstehe, dann würde ich sagen, der Papst will einen umfassenden Dialog eröffnen. Einen sozialen Dialog zwischen Glauben, Vernunft und den Wissenschaften, zwischen den christlichen Konfessionen. Es war doch schön,
dass der Papst heute Vormittag auch unter uns präsent wurde durch seine klare Grußbotschaft. Zwischen den christlichen Konfessionen und in einer weltweiten und auch lokalen Ökumene. Und dafür steht die Martinstat dieser Diözese. Und auch in der besonderen Beziehung zum Judentum, dem Mutterboden unseres Glaubens und im interreligiösen Austausch. Er will einen sozialen Dialog eröffnen im Kontext religiöser Freiheit. Er will also mit allen Menschen darüber ins Gespräch kommen, welche Auswirkung Religion auf die Öffentlichkeit, auf die Menschheit überhaupt hat. Dialog, so meine ich, ist nicht eine beliebige Diskussion oder ein belangloser Gedankenaustausch. Er hat sein Fundament im Wissen der Kirche, dass sie ihren Ursprung und ihr Leben in Jesus Christus hat und dass er auch der Ursprung ihrer Sendung ist. Dialog auf allen Ebenen setzt doch Identität voraus. Nur ein Mensch, der Identität hat, kann in einem angstfreien, in einem offenen, in einem wertschätzenden Dialog eintreten. Will die Kirche aber ihrer Sendung treu bleiben, dann genügen unter den gegenwärtigen Zeitumständen das Bewahren und das Verteidigen des Glaubensgutes allein noch nicht. Es geht darum, wie der selige Papst Paul VI. In seiner ersten Enzyklika Ecclesiam Suam, für mich persönlich eine besonders wertvolle Enzyklika, wie also Paul VI. In seiner ersten Enzyklika vom 6. August 1964 gesagt hat, es geht der Welt nahe zu kommen, und zwar mit aller Ehrerbietung, Aufmerksamkeit und mit aller Liebe, um sie zu verstehen, um ihr die Gaben der Wahrheit und der Gnade anzubieten. Besonders ermutigend, ansprechend und wertvoll ist für mich dann, was Papst Franziskus im Abschnitt 269 seines Schreibens sagt. Jesus selbst ist das Vorbild. Von seinem Vorbild fasziniert, möchten wir uns vollständig in die Gesellschaft eingliedern. Teilen wir das Leben mit allen, hören ihre Sorgen, arbeiten materiell und spirituell mit ihnen in ihren Bedürfnissen, freuen uns mit denen, die fröhlich sind, weinen mit denen, die weinen, und setzen uns Seite an Seite mit den anderen für den Aufbau einer neuen Welt ein. Aber, das ist ein Satz, an den ich oft denke, aber wir tun das nicht aus Pflicht, nicht wie eine Last, die uns aufreibt, sondern in einer persönlichen Entscheidung, die uns selber mit Freude erfüllt und die uns eine Identität gibt. Und in Abschnitt 279 schreibt Franziskus, manchmal kommt es uns vor, als habe unsere Arbeit kein Ergebnis gebracht. Wer von uns kennt nicht auch dieses Gefühl? Aber die Mission ist weder ein Geschäft, noch ein unternehmerisches Projekt. Sie ist keine humanitäre Organisation, keine Veranstaltung, um zu zählen, wie viele dank unserer Propaganda daran teilgenommen haben. Es ist etwas viel Tieferes, das sich jeder Messung entzieht. Vielleicht verwendet der Herr unsere Hingabe, um Segen zu spenden an einem anderen Ort der Welt,
wir niemals hinkommen werden. Der Heilige Geist handelt, wie er will, wann er will und wo er will. Wir aber setzen uns ohne den Anspruch ein, auffällige Ergebnisse zu sehen. Wir setzen uns ein aus Überzeugung. Verehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, wir erleben es alle, oft auch schmerzlich. Unsere Kirche ist dabei, ihr äußeres Gesicht zu verändern. Und ich komme aus einem Land mit tiefen und jahrhundertelangen christlichen, katholischen Wurzeln. Doch merke ich, wie stark unsere Kirche dabei ist, sich zu verändern, ihr äußeres Gesicht zu verändern. Es gibt Aufbrüche, aber auch nicht geringe Umbrüche und Abbrüche. Die Frage, die mich umtreibt, ist nicht nur, wie reagieren wir darauf? Oder anders ausgedrückt, welche Strategien können und müssen wir entwickeln, um doch noch die Situation herumzudrehen? Die entscheidende Frage muss doch sein, wie reagieren wir als gläubige Menschen darauf? Wie reagieren wir als Christen im Licht der Person Jesu und seines Evangeliums darauf? Und wenn ich davon gesprochen habe, dass Evangelii Gaudium durchaus wie ein Stachel ist, der noch größere Stachel ist das Evangelium selber. Manchmal bin ich ganz ehrlich, ich bin froh, dass es da drinnen steht, weil wir würden wohl kaum den Mut aufbringen, so zu reden, wie der eine redet in seinem Evangelium. Vor bald einem Jahr habe ich unsere Diözesansynode mit folgenden Worten einberufen. Und ich wage, diese Worte heute hier vor Ihnen zu wiederholen. Mit der Bitte, sie zu übersetzen in den Kontext, in den Auftrag, in den Weg eurer Situation und eurer Ortskirche. In der Haltung des Dialogs bin ich überzeugt von der Wichtigkeit unserer Synode zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Dialog als Ringen und Suchen eines gemeinsamen Weges. In der Treue zur anvertrauten Botschaft und in der Verantwortung für unsere Zeit, die von Christus her durch alles hindurch Heilszeit bleibt. Das ist nicht ein notwendiges Übel, sondern hat mit dem Wesen des christlichen Glaubens und des christlichen Auftrags zu tun. Dialog, wie ich schon gesagt habe, setzt Identität voraus. Aber auch Offenheit, Respekt, die Fähigkeit des Hörens und des Zuhörens, die Bereitschaft, voneinander zu lernen, die Überzeugung, dass Gottes Geist am Werk ist, auch in Andersdenkenden und Andersgläubigen. Ich erwarte mir von der Synode auch konkrete Entscheidungen, nicht zuletzt im strukturellen Bereich unserer Ortskirche. Vor allem aber warte ich mir, dass uns bewusst bleibt, alle Reformen ohne neue Geistlichkeit führen nur zu neuen leeren Formen. Synodos. Gemeinsamer Weg. Als Ortskirche und damit als Teil der weltweiten katholischen Glaubensgemeinschaft. Als Christen, die Verantwortung tragen wollen für unsere Gesellschaft.
und was für unsere Kirche, gleichsam für die Identität meiner Diözese so wichtig ist, halte ich genauso auch wichtig für eure Ortskirche. Verantwortung übernehmen im Zeichen der Identität der Sprachgruppen unseres Landes, im ehrlichen Dialog mit Menschen anderer Kulturen, Sprachen und Religionen. Ich lade alle Menschen in unserem Land ein, diesen Weg mitzugehen und mitzugestalten. Im Gebet, im Mitdenken und Mitreden, im gemeinsamen Ringen, in einem echten und offenen Sentire cum Ecclesia. Und ohne Metanoia, ohne Bekehrung, gibt es keinen christlichen Aufbruch und keine christliche Reform. Und lassen Sie mich noch einmal Paulus den VI. Zitieren, in seiner ersten Enzyklika. Die Kirche macht sich selbst zum Wort, zur Botschaft, zum Dialog. Und zu diesem mutigen und ehrlichen und offenen Dialog gibt es keine Alternative. Lieber Bischof Eligius, liebe Schwestern und Brüder hier in Eisenstadt, das ist mein Wunsch und mein Gebet an diesem festlichen Tag, den ich mit euch allen feiern durfte. Möge die Ortskirche von Eisenstadt und auch die Ortskirche, in der ich Bischof sein darf, eine Kirche des Dialogs sein, im Gespräch mit ihm und untereinander. Eine Kirche im Aufbruch mit offenen Türen, hinter dem Herrn her und immer auf den Herrn zu, mit Freude und Hoffnung. Vergelt's Gott und deinen guten, gesegneten Weg, einem jeden und einer jeden von uns, an dem Platz, wo wir stehen und wo uns auch der Herr hingestellt hat. Alles Gute und Danke.